Das kleine Dorf Gaußig zwischen Bautzen und Bischofswerda ist in erster Linie durch sein Schloss und den dazugehörigen Park bekannt, der besonders während der Rhododendronblüte seine Schönheit entfaltet. Doch auch mit Beginn des Winters war Gaußig für uns einen Besuch wert. Gemeinsam mit dem Ortschronisten Rudolf Erler haben wir uns auf einen kleinen Rundgang begeben. Dieser beginnt, wie könnte es anders sein, im Ortszentrum. Neben den bekannten Sehenswürdigkeiten, dem Schloss und der Kirche, weist es noch eine weitere Besonderheit auf. Die Gebäude ringsherum um die Kirche bestehen circa alle 150 Jahre in der Gebäudesubstanz, mindestens 150 Jahre, und wurden äußerlich verschönert, aber nie großartig verändert. Entsprechend geschlossen präsentiert sich das vor allem durch kirchliche Bauten und durch ortsansässige Handwerker geprägte Ortsbild. An das Pfarrhaus, das auch heute noch als Kirchgemeindehaus dient, schließen sich die 1860 errichtete Kirchschule, spätere Sitz einer Sattlerei, sowie die Bäckerei an, die heute ebenfalls der Kirchgemeinde gehört. An der Ecke zur Hauptstraße erhebt sich das wuchtige, aber marode Gebäude des früheren Gasthofs. An der Hauptstraße dann schließen sich unter anderem das frühere Schützenhaus, die Schmiede und das gräfliche Rentamt an. Den Platz beherrscht aber die ungewöhnlich große Kirche. Sie ist eine stattliche Erscheinung, dadurch, dass 1874 ein neues Kirchenschiff an den bereits seit 1790 bestehenden Turm angebaut wurde. Architekten, die sich mit dieser Zeit beschäftigen, könnten sagen, dieses Kirchenschiff passt nicht zu dem Turm. Für den Laien hingegen bietet die Gaußiger Kirche durchaus ein harmonisches Gesamtbild. Dies gilt auch für das Innere des Gotteshauses. Hier macht uns Rudolf Erler auf ein besonderes Detail aufmerksam. Der sogenannte Flügelaltar, also ein transportabler Altar, der in Not- und Kriegszeiten vielleicht doch dann mal verwahrt werden konnte. Gaußig ist ein in seinen Ursprüngen sorbisch geprägtes Dorf, was auch aus dem Ortsnamen deutlich wird. Der Ortsname Gaußig ist eingedeutscht und die sorbische Bezeichnung heißt Huska. Man weiß im Sorbischen, wenn da hinten im Wort ein K dran hängt, dann ist das sowas wie bei uns das Chen, ein kleines Gänsedorf. Obwohl die Gaußiger Bevölkerung seit Jahrhunderten überwiegend dem evangelischen Glauben anhing, besitzt das Dorf auch ein bemerkenswertes katholisches Gotteshaus. Und dieses hängt untrennbar mit dem weiterhin berühmten Schloss zusammen. Die Errichtung der katholischen Schlosskapelle. Sie geht zurück auf ein Gelübde des Grafen vor 1895, also, dass er eine katholische Kapelle ans Schloss anbauen werde, wenn ihm nach dem familiären Unglück, dem Tod seiner Frau bei der ersten Geburt des ersten Kindes, ihm doch ein Sohn geschenkt wird. Die Kapelle wurde im nach der Reichsgründung 1870 populär gewordenen neoromanischen Stil errichtet und ist auch baulich mit dem Schloss verbunden. Dieses befindet sich im Privatbesitz und kann nur mit der Genehmigung des Eigentümers besucht werden.